Hey, willkommen zu meinem ersten Video für das Thema Vintage Doll der Face Awards 2018. Ich dachte, ich zeige euch zu Beginn, bevor das Tutorial startet, schon mal eine Übersicht der Produkte, die ich für den Look verwendet habe. Das sind zum Beispiel Wicked Lashes, Total Control Drop Foundation in einem recht hellen Ton, die Maran FX Cream Make-Ups, dann Krümelin Cinewax Prosade Cream, Aqua Make-Up, Jumbo Eye Pencil in Weiß, einen Gotcha Covered Concealer, den Epic Ink Liner in Schwarz, ein Special Effects Puder, dann Eyeshadow Paletten, die viele Brauntöne enthalten, wie zum Beispiel die Love Contours All oder auch die Little Lingerie. In der Infobox schreibe ich auch nochmal alle Produkte ausführlich hin. Dann haben wir hier zum Beispiel noch mehrere von den That's the Point Linern, die habe ich in allen Varianten verwendet. Dann diese neuen kleinen Cream Liner in Kupfer und einem Silberton. Ja, das war's auch schon. Diese oder ähnliche Produkte braucht ihr und dann kann das Tutorial auch schon losgehen. Ich verpasse mir erstmal einen helleren, blasseren Ton mit der Total Drop Foundation. Anschließend decke ich meine Augenbrauen mit Prosade Cream und Cinewax ab. Schön glatt streichen, dann kann man es anschließend abpudern und auch einschminken. Und dann habe ich schon mit den Augen angefangen. Zuerst mit einem der That's the Point Liner. Die Augen habe ich optisch vergrößert und alles erstmal mit Schwarz vorkonturiert, anschließend mit der weißen Cream-Effektsfarbe von Maron ausgefüllt und auf der Wasserlinie den weißen Jumbo-Pencil verwendet. Dann habe ich mir ein übertriebenes, großes Oberlid hingemalt, das wirklich bis zu meiner eigentlichen Augenbraue geht und habe das dann auch wieder mit Weiß ausgefüllt, um es hervorzuheben. Und die Innenwinkel und die Außenwinkel habe ich dann mit Schwarz und eben so einem Rotton erstmal ein bisschen vorgemalt und anschließend noch mit schwarzem Eyeshadow schattiert. Unter den Augen auch ein bisschen schattiert und anschließend schon die dünnen 20er-Jahr-Augenbrauen gezogen mit einem Brow Pencil und noch so einem wärmeren Ton. Jetzt kommt das Wichtigste dieses ganzen Make-ups eigentlich, nämlich dieses verkürzte Gesicht. Also ich lasse ja quasi die Hälfte davon im Hintergrund versinken. Und das habe ich dann erstmal so vorgemalt. Also ich male mir quasi jetzt das Puppengesicht und lasse den Rest mit Schwarz in den Hintergrund absaufen. Und dann habe ich mir schon den Mund auf meine Nase gemalt. Und das habe ich erstmal mit roter Bodypaint-Farbe gemacht. Dass das Ganze dann einen plastischen und dreidimensionalen Eindruck bekommt, da ist eben das Schattieren ganz wichtig und da braucht man dann ein bisschen, da habe ich quasi die Mundwinkel und das Lippeninnere dunkel schattiert und dann Highlights auf die höchsten Stellen der Lippe gesetzt. Also es gilt nach wie vor, Dunkles lässt zurücktreten und Helles lässt hervortreten. So funktioniert das auch in allen Gemälden und das gleiche habe ich hier angewandt. Und so nach dem Prinzip habe ich auch die Nase gestaltet. Die habe ich erstmal mit so einer braunen Bodypaint-Farbe vorgemalt. Die Nasenlöcher, die ja an sich eben sehr tief wirken sollen, dunkel gemacht und dann ist das eigentlich ein Prozess, als würde man auf einem Blatt Papier malen. Man muss eben Lichter und Schatten setzen, immer wieder schattieren, manchmal wieder ein bisschen dunkler, viele verschiedene Farben verwenden. Hier wird das dann so ein Mix aus Braun, Beige, hier wieder die Highlights setzen und schon merkt man so, wie nach und nach Form entsteht und die Nase eben auch plastisch wirkt. Hier betone ich dann zum Beispiel mein Lippenherz, also das sogenannte Philtrum, die zwei Bögen, auch nochmal mit Weiß, damit die so richtig hervortreten. Und die Lippenkontur habe ich an den Unterlippen auch noch ein bisschen hervorgehoben. Auf die Nase gehe ich immer wieder mal hier ganz, ganz zart. Und auch beim Kinn so ein bisschen, um auch meine eigentlichen Lippen, die man ja gerade noch sieht, zu verstecken. Also es ist wirklich, als würde man auf einem Blatt Papier malen. Man geht immer wieder rauf und runter. Ich habe da kein genaues Schema, bis es mir halt einfach optisch gefällt. Und dann habe ich mir auch schon mal in Weiß die Träne gemalt. Meine Vintage Doll ist ja eher traurig, dass sie nicht mehr in irgendwelchen Ballhäusern rumtanzen kann. Und das Ganze habe ich dann ein bisschen schattiert, auch um die Träne etwas plastischer wirken zu lassen. Da nimmt man sich am besten immer irgendwelche
Referenzen, guckt sich irgendwelche wirklichen Tränen an, irgendwelche Wassertropfen, an denen man sich dann orientieren kann. Und dann habe ich mir ein bisschen Rouge aufgetragen. Die Produkte habe ich zum Beispiel am Anfang vergessen, aber sie stehen ja eh alle in der Infobox. Das waren diese Bright Idea Sticks, die finde ich total toll. Und ja, habe mir die Wangen noch ein bisschen schattiert, auch alles mit Eyeshadow mache ich das hier. Um das Ganze nicht so matt wirken zu lassen, habe ich dann da an den Augen noch ein bisschen von den Cream Eyelinern gegeben, in diesem kupfrigen Ton. Die schimmern ganz toll und die halten vor allen Dingen auch wirklich super. Dann schattiere ich noch ein bisschen meine Schläfen, auch alles dann aus der Lingerie Palette in diesen warmen Brauntönen. Hab noch mehr Lichter gesetzt auf meine Wangen und schattiere immer überall noch mal so ein bisschen. Und dann fange ich auch schon an mit so einem feinen That's the Point Liner, mir quasi das Zerbrochene zu malen. Damit so ein, ja, wie so ein Porzellansprung, so was Zerbrochenes wirklich realistisch aussieht, darf man nicht einfach nur so einen schwarzen, grisseligen Strich malen. Das sieht man leider sehr oft, diese Fehler werden oft gemacht. Das sieht dann eher aus, als hätte man irgendwie eine Schnur auf dem Gesicht oder irgendwie, ich weiß nicht, sieht nicht schön aus. Da ist schon auch wichtig, dass man sich vorstellt, wenn da so ein Sprung ist oder irgendwas rausgebrochen ist, wo genau fällt das Licht hin, wo ist wieder Licht und Schatten, wie verhält sich das? Und das nicht alles einfach nur so schwarz zu malen. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, wie man so einen Porzellansprung macht. Ich lasse hier zum Beispiel die Enden ganz fein in eher so einem Grau enden, sodass man halt denkt, dass dieser Riss wirklich auch dann dünner wird. Dann ist es wichtig, an die Kante, wo viel schwarz ist, auch wieder weiß zu setzen, weil das ist ja die tiefste Stelle und das heißt, an der tiefen Stelle ist auch gleich eine ganz hohe Kante. Zwischendurch highlighte ich dann auch nochmal meine Träne. Genau, und gebe dann auch nochmal ein bisschen von diesem weißen Silberschimmer auf mein bewegliches Lid. Und dann habe ich auch schon mit dem Dekolleté angefangen. Da habe ich dann auch wieder die Total Drop Foundation erstmal als Grundierung genommen, damit ich ein bisschen blasser aussehe und mir alles, was nicht zur Puppe gehört, schwarz geschminkt. Und ja, der Effekt ist jetzt schon ganz gut zu erkennen. Dann habe ich meine Schlüsselbeine erstmal ein bisschen mit einer helleren Farbe, mit Weiß, betont. Dann habe ich mir meine Puppenarme gemalt, also quasi wird an den Schultern getrennt, so als würden die Arme dann so am Oberkörper dran stecken und also wie bei einer Barbie-Puppe oder bei jeder klassischen Puppe eigentlich. Und dann wird wieder viel schattiert, viel mit Brauntönen aus den Eyeshadow-Paletten. Alles, was dann im Hintergrund noch verschwinden soll, habe ich dann schwarz gemacht, auch so ein bisschen an den gemalten Hals angepasst und ja, dass die Form einfach so ein bisschen insgesamt stimmiger ist. Ja, dann habe ich meine Arme noch weiter zerstückelt und immer wieder schattiert und Highlights gesetzt. Zwischendurch habe ich das auch mal mit einer Airbrush-Pistole gemacht, ein bisschen mit Airbrush gemalt und fand den Effekt aber ganz schön, dass das eher so ein bisschen fleckig aussieht, wie bei so einer alten Puppe. Jetzt kommt somit das Wichtigste, dass dieses Make-up dann auch insgesamt funktioniert. Und zwar muss ich ja noch irgendwie meine echte Kinnkante verstecken. Und das war ein bisschen schwierig, meine Lippen auch wirklich verstecken zu können. Da habe ich lange rumschattiert und nach einer Möglichkeit gesucht und habe dann erstmal diese kleine schwarze Schleife ziemlich nah an den Rand meiner Kinnkante gesetzt und dann eben mit diesem Häkelmuster die optimale Lösung gefunden, um meine Kinnlinie, also die Kinnkante, dann wirklich vertarnen zu können. Wenn man dann noch zwei solche kleinen Schleifenbänder runterhängen lässt und ein paar Highlights setzt, dann voilà, funktioniert das schon ganz gut. Um es insgesamt dann noch stimmig zu machen, dachte ich, ich gebe meiner Puppe noch ein paar mehr Risse. Jetzt nicht übertrieben viel, aber dadurch, dass sie ja alt ist, ist sie jetzt auch nicht mehr die fitteste. Und habe die eher dezent und wirklich ganz fein gehalten. Zum Schluss die Kontaktlinsen einsetzen, nochmal highlighten mit dem Liquid White Liner, mit dem Epic Ink Liner in Schwarz, dann nochmal die Kontaktlinsen optisch vergrößern, Wimpern noch ankleben und Perücke aufsetzen und ja, fertig war meine Vintage Doll.
ich fand das Thema echt cool und habe mich wirklich darüber gefreut und hatte sehr viel Spaß an dieser Verwandlung. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Folgt mir auf YouTube, Instagram oder Facebook, um keinen Look zu verpassen. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao!